shit, ich habe völlig vergessen, Steine weiter zu brennen. Es passt eigentlich, dass der Bibliothekar hier eingezogen ist. Warte mal, gibt es jetzt eigentlich schon die Frames? Habe ich noch irgendwo Leder? Nee. Na gut, Leder habe ich noch unten im Haus, glaube ich. Weiter zu brennen. Ich habe vergessen, allgemein zu brennen. So, das Glas kommt auch mal hier rein. So. Ja, wenigstens haben die Dorfbewohner das mal mitbekommen, dass sie ihre Türen zumachen sollen. Das ist meine Diamantspitzhacke. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch Leder haben. Ja, 4. Oh ja, das geht. Das ist ultra cool. Mach mal das so. Wo habe ich meinen Kompass hingeschmissen? Eine leere Karte. Okay, das heißt, ich brauche 3 weitere leere Karten. Und 3 Leder. Also, 1, 2, 3. Und... Oh, da ist mein Kompass. Und auch noch die letzten 3 Frames. Warte mal. Okay, das geht nicht mit Doppelklick. Also noch nicht. So, rein damit.
So. Damit sind wir hier aus der Karte raus. Und eröffnen diese Karte. Und dann auch gleich mal da oben das Gebiet noch frei skribbeln. So. Die hier ist ja komplett frei, ne? Ja. Dann geht's jetzt hier rüber. Okay, da bin ich jetzt auch wieder aus der Karte raus. Und da oben sieht man noch unsere Schienen. Jetzt wird auch da das letzte Gebiet frei. Maschine. Und unser Dorf. Gut, jetzt kann ich mal hier die 4 Bildframes setzen. Unser Dorf. Nee, gar nicht. Die Erntemaschine kommt da oben rein. Kommt da unten rein. Das kommt da oben rein. Ja, und in der späteren Version füllen die dann einen vollen Block hier aus. Da sieht es dann auch gut aus. Die Sonne geht schon wieder unter, ne? Das heißt, hier muss man eben schnell hinter zu unserem Giftmischer. Habe ich hier noch ein paar, ja. Also 2 habe ich noch. Für 2 Goldäpfel halt. Spinnenaugen können hier wieder rein. Braune Pilze züchten habe ich noch nicht aufgegeben. Da werde ich aber eine bessere Zucht aufmachen müssen. Meine Dorfbewohner sind hoffentlich schon alle nach Hause zurückgekehrt. Ich sehe mal eben nach. Ja, du stehst da schön in deinem Haus drin. Okay. Und die ersten Monster spawnen. Natürlich mal wieder nur Gammel-Creeper und Gammel-Skelette. Dann schauen wir mal wieder nach vorne zum Hühnerstall. Vielleicht gibt es da cooleres Zeug. Da ist, glaube ich, auch wieder so ein Gammel-Zombie. Ja, ein Zelda-Zombie, oder? Nee. Oder? Doch. Das ist ein Gammel-Zombie. Und eine Gammel-Spinne. Und noch ein Gammel-Zombie und ein Gammel-Creeper. Hm.
Noch ein Gammelzombie. Okay, die interessiert es jetzt nicht. Dann mal hoch hier. Nein, nicht den. Sondern das. So. Sieht das Skelett mich gleich und schießt mich hier runter? Ach, so ein Bullshit. Oh lol, wir nehmen ja schon wieder fast eine Stunde auf. Und hier haben wir jetzt nur noch Gammelgegner. Bist du tatsächlich intelligent genug gewesen, da hochzukommen? So. Und da ist nur ein Gammel Creeper. Auch nur ein Skelett. Das ist schon wieder ein cooles Skelett. Kann ich jetzt eigentlich den Knochen hier aufnehmen? Nein. Jetzt schon. Ich gehe mal zu dem coolen Skelett hier. Mann, ich werde hier weggespült. Ist hier eine Fledermaus unter meiner Brücke? Okay, hier sind nur gammelige Gegner. Da ist ein Skelett in meiner Zuckerrohrfarm. Muss ich die jetzt auch noch absichern oder was? Skelett. Skelett. Na sicher. Als ob du Hurensohn Pre-Aim hast. Was fehlt mir jetzt gerade? Außer Skill. Ich schlaf einmal kurz. Also die Chest finde ich schon richtig genial gebaut. Die gefällt mir richtig gut. Hier so das mit den Aussparungen für die Truhe. Ne? Mir gefällt's. Bolzendach.
die Erde hier raus. Und das Holz hier rein. Bam, 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 bam. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, ja, dann bin ich mal weg. Russa ist dann mal weg. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Na gut, auf dem Dach auch nochmal in jeder Ecke eins. So. Okay, ich brauche... So, so, so. Vier Zäune. Eins, zwei, drei, vier. Und zwei Zauntore. Und dann noch... zwei Türen. Und zwei. Damit haben wir zwei Hühner und unsere Hühnerfarm kann eröffnen. Oh, da kam jetzt viele raus. Ja, sehr schön. Dann kommen hier auch noch ein paar Fackeln rein. Unter anderem in die Ecken. Über den Eingang. So. Ups. Hoppla. Das war so nicht beabsichtigt. Und dann können die mal wachsen. Dann gehe ich mal ein bisschen Inventar aussortieren. Wobei, ich sehe die Zeit und ich sehe, wir sind schon wieder fertig. Na gut, dann gehe ich trotzdem noch ein bisschen Inventar aussortieren. Sowas hier zum Beispiel. Bone Meal nehme ich mit Redstone, den habe ich noch von zu Hause dabei, shit. Spider Eyes. Knochen. Strings. Gut. Ja, dann war es das mal wieder für heute. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.